Leute, was geht ab? Wir fetzen uns das neue Good Twitch Germany Content Video rein. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, lasst mir eine Glocke da, lasst mir euer Kind da. Jetzt viel Spaß im Video. Ich küsse euer Herz. Hey, ich habe eine kleine Compilation aus Trimax Fußball-Event geschnitten. Viel Spaß, Jungs. Und ja. Ah, es ist Trimax Fußball-Event Compilation. Ich meine, da können wir uns natürlich auch was reinziehen, denn ich war ja auch da als Trainer vom Papa Platte Team, Leute. Ja. Und ich sag mal, mein Team hat natürlich dementsprechend jetzt, hat leider nicht so gut abgeschnitten, aber immerhin Dritter. Immerhin nicht Letzter geworden, ja? Rebi haben noch geschlagen. Enjoy. Wir können noch mal rüber zu dem Team-Captain gehen und fragen, ob er mit seiner Wahl zufrieden ist. Alter. Und wie sieht's aus? Max noch ohne Verletzung. Das waren noch Zeiten, die guten alten Zeiten, als Max noch beide Arme hatte. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Team. Ja? Ja, jetzt haben wir alle Clash Royale-Spieler zusammengepickt. Das war aber. Die sind alle. Also von all den Streamern sind sie noch so am sportlichsten. Max? Ja. Wie geht's dir? Echt mies. Ich find's unglaublich geil. Ich habe so oft schon Bilder gesehen. Wir haben. Tor. Oh, wer war das? Ich dachte ganz kurz Romatra, aber Romatra war ja auch Trainer, aber ja auch draußen. Ich hab's auch schon wieder gesehen, wir haben... Revi, Decker. Oh, Mann. Tor. Wer ist das, Papo? Joachim Gemi. Tanzverbot, ich denke, der darf nicht tanzen. Oh, boy. Direkt nach dem... Classic. Ja, probier's mal. Scheiße. Das war jetzt tatsächlich der schwächste Schuss, den wir bis jetzt gemessen haben. Hat es überhaupt eine Messung gemacht? Hat es überhaupt eine Zahl angezeigt bei Revi? Eine 9? Digga, eine 9. Das ist einfach, als wenn man einfach ins Tor laufen würde. Da kann er einfach den Ball nehmen und ins Tor halt reintragen. So. War jetzt tatsächlich der schwächste Schuss, den wir bis jetzt gemessen haben. Mit 9. Oh, da war der Moment, wo es... Das war der Moment, wo Max sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Da in dem Moment, wo er aufkommt. Ich finde, wie das aussieht im Video, es sieht gar nicht so krass schlimm aus, oder? Also jetzt nur vom Angucken, wenn mir das jemand zeigen würde und fragen würde, yo, wie hat sich die Person verletzt, würde ich sagen, ja, weiß nicht, vielleicht ein bisschen verstaucht oder so, aber halt doppelt gebrochen ist halt schon halt unlucky aufgekommen einfach, ne? Verlust, doch scheiße. Oh nein, der Arme! Oh mein Gott, Digga, das ist ja Stromberg-artige. Das ist ja Stromberg-artiges Acting, was der macht. Das ist Verlust, doch scheiße. Guck mal, wie gut! Boah, ich hoffe, ey, vielleicht war es einfach wirklich nur aus Panik in dem Moment, aber wenn das so absichtlich so geactet war, boah, dann war ja godlike. Oh mein Gott, das ist ja stark. Das ist ja stark, einfach nur. Wir wollen umbringen! Einfach nur umbringen, die anderen! Mhm, okay. Oh, grünes Team, ne? Coach Reetzmann war am Start. Hier hinten sehen wir Kevin, wie er ganz modisch sich gedacht hat, dass er die Stutzen ja nicht hochziehen muss, wie jeder andere auf dem Spielfeld. Original jeder andere. Sondern Kevin hat sich gedacht, nee, ich mach die Stutzen so... Wie so Wandersocken mache ich die mir einfach nur ein bisschen wie so Socken hoch, weil sieht besser aus, einfach, ne? In die blaue Hälfte, Amar hat das Ding aber sicher. Hier gibt es einen kleinen Schlagabtausch tatsächlich zwischen Revi und... Ja. Er lässt die gar nicht mehr frei. Ja, sowas nennt man auch Manndeckung. Ey, grauenhaft. Ich habe gerade gemerkt beim Warm-up, dass ich überhaupt nichts kann. Ah, okay, tatsächlich. Aber. Aber drei Punkte. Wait, aber hat er das wirklich in die Eier bekommen? Dass ich überhaupt nichts. Ich dachte nämlich, ich finde, es sieht aus wie Gesicht. Aber er hat es wirklich anscheinend in die Eier bekommen. Aber drei Punkte, Torverhältnis 0-1. Ja. 14-Jährige beim Saufen. Okay, also du hast es schon mal gemacht. Ja. Okay. Ja, ich freue mich drauf. Ey, Micky, so süß. Ich hab mich so ein bisschen verliebt in den. So süß, wie der war. Ich habe es noch nie gesehen gehabt. Er war richtig freundlich zu mir. So. Also,
waren ja eigentlich die meisten, aber so, weißt du, so, manche sind ja auch so reserviert für sich. Und Michi war richtig süß. Drauf! Haben wir hier einen guten Torwart? Oh, wir brauchen einen Torwart. Oh, er hat verdient auch, hat Training verdient. Aber finde ich sehr, sehr schön. Das wird wild. Sonst machst du nebenbei auch noch Musik? So ein bisschen, genau. Ja, ja, richtig. Okay. Genau. Ein bisschen auflegen und so. Ja. Sehr cool. Mhm. Sonst, Au! Da saß ich daneben. Also, ich saß eigentlich neben Revi, aber Marc hat sich da so reingequetscht. Und da daneben wäre ich gern gekommen. Wir haben jetzt. Ah, okay. Nein, 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 nicht nochmal. Ah, oh, mit dem Sound auch noch, als würden die Knochen so durchbrechen, Alter. Bitte schicken wir jetzt nachgeschworene Erinnerung sein, danke. Hey, ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer und Streamerin, macht eure Facecam bitte unten rechts in die Ecke. Für Basti, mach einfach so wie immer. Und Danny, du hast einen kleinen Schniedel. Wenn ihr Ben Clips senden wollt, macht es über seinen Community-Discord. Link ist unten in der Beschreibung. Oder über seinen Twitter, @moinbinderben. Oh, bei dir hast und ja. Enjoy. Was? Hör auf, daran rum. Fuck mich doch nicht ab! Lass mich rummeln, Junge! Das blutet aber! Nein, ich mach das halt so, wie ich will! Ist das ein Viewer? Dann ist die Runde eh dann vorbei. Der ist ja ultra-ass. Unlucky. Der ist Kevin doppelt? Stabil ist COD, wir müssen... Kevin war gerade unter mir nochmal. Wie als würdet ihr eure Cousine küssen. Hä? Ey, Veto, stimmt es, dass man die Kerzen auspusten kann? Probier mal. Hä? Oh mein Gott. What the fuck? Es ging echt, ne? Es ging echt. Oh mein Gott. Hä, können Creeper eine Leiter hochlaufen? Das ist mir nicht bekannt. Verlassen. Oh, das sind wir. Ich mal gucken, ob wir es da nicht noch verbessern können, indem ich ein bisschen einfach noch ein bisschen langsamer komme, vielleicht. Ja, ein bisschen langsamer und schon ein bisschen tiefer. 105 Knoten Approach, sagen wir. Okay. Ein bisschen langsamer, ein bisschen tiefer kommen. Dann haben wir es eigentlich. Ich bin ein witziger Typ, muss ich euch ganz ehrlich mal sagen, ganz kurz. Wisst ihr das eigentlich? Wisst ihr eigentlich, was ihr hier für den witzigen Stream gerade anguckt? Ich glaube, ihr macht euch da keinen Begriff, kann das sein? Ich muss ein bisschen langsamer kommen und ein bisschen tiefer. Was? Ja, das ist der Clip von Kevin mit seinem Twitch. Oh nein, ich hab ein bisschen kaputt gemacht. Ja, I can breathe for the first time. Da muss ich aber auch, es fällt mir schwierig, hier Mitleid zu empfinden, weil wenn Kevin einfach mal investiert hätte in einen richtigen Mikrofonhalter und dieses Teil vom Mikro hier, dieses, wo das quasi rangeschraubt ist an den Halter, wenn das einfach mal bei ihm ordentlich wäre, hätte das gar nicht abgehen können. Es ist nur, weil er es immer so auf Krampf ranschraubt, dieser ganze Mikrofonhalter ist schon übelst kaputt bei ihm, ist übelst scheiße, Digga. Ganz ehrlich, das war a tragedy waiting to happen. Zeig ich euch, wie es ist. Oh nein, ich hab ein bisschen kaputt gemacht. Kranke Song. Okay, das sieht aber wahrscheinlich, weil du denkst. Dieses Pool-Ding sieht fun aus, finde ich. In deinem Kopf ist ja gesund. Ja, eine Jesus Cola Zero. Ja, du bist ein Asti. Eine Jesus Cola Asi. Zero. Aber ich bin kein Asi, weil ich Cola Zero trinke. Sag mir doch nicht, dass ich ein Asi bin. Du bist ein übelster Asi. Du bist kokainabhängig und sagst mir, dass ich ein Asi bin. Ich bin nicht kokainabhängig. Du isst die scheiß Rosineninnereien aus der Rosine raus und sagst mir, dass ich. Nee, bitte nicht, Revi, oder? Sag mir bitte nicht, dass es stimmt. Ich bin Assi! Ich bin der Assi! Ihr Haut der Rosine schmeckt! Ich bin eloquent! Oh mein Gott. Es ist hoffentlich ein Roleplay. Es ist hoffentlich ein Roleplay, Digga. Du bist der Assi! Ich bin! Ich steh doch mit beiden Beinen im Leben! Oh mein Gott, hat die Katze dem ins Gesicht gefurzt? Das würde ich auch mal bei Felix oder Felina machen.
Moment, Alter, Junge, hey, yo, I'm trying to not get banned out here, bro, WTF. Dicker, für sowas haben manche Leute schon 3 Tage Bann bekommen, Alter. Oh, Memo. Okay, jetzt sind wir zu, Digga. Oh Gott, oh Gott. Kleines Kind macht Ansage an Papa Platte in Valorant, Digga. Warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man dann Cola biert, Bro. Ey, den kriegst sogar ich hin. Und ich wurde damals hops genommen durch Leckmein und so. Jemand hat mir geschrieben auf Twitter, hey Dominik, kennst du Leckmein? Das ist ein schwedisches Gericht. Und ich schreibe so, nee, was ist das? Er sagt Leckmein-Schwanz. Und ich bin der Typ, der durch sowas hops genommen wird, ja? Aber den sieht man ja wirklich kommen auf 10 Kilometer, Digga. Das ist einfach... Weil man Cola biert! Okay, chat. Wait, war das ein kleiner Junge oder war es eine Frau? Not sure at this point. Wie mutet man Leute in, War schon gut, oder? Komm mal her. Oh komm, das ist mit der Katze. Bei dem Song wurde ich gezeugt. Bei dem Song haben sich meine Eltern getrennt. Okay, das ist weird. Ey! Digga, es gibt so einen Geil, der sagt, jede Runde ist... Moment. Digga, was passiert hier denn? Hä? Antonia wird, wenn sie so 50 oder 40 ist, so eine geile Milf sein. Okay. Schwein den Kopf. So, mir reicht's jetzt. Ich werde mir morgen eine Waffe bestellen und jeden dummen Fan, der hier klingelt, erschießen. Hä, wie klein ist Kevin da? Also ja, Rivi, auch krass, was der sagt mit Fan erschießen und so, finde ich krass. Ich wusste nicht, dass seine Privatadresse geleakt ist. Aber schau mal ganz kurz, wie klein Kevin ist. Also das ist ja, krass. Vor allem Max sitzt nicht mal gerade aufrecht. Er sitzt halt so gebeugt. Also da, das ist wirklich actually winzig. Ja, guck mal, ich sag dir, wie man die Kurve nimmt. Pass auf. Oh, so Formel 1 hätte ich auch Bock, Leute. Okay, war krass. Okay, bis dahin war es aber ganz okay eigentlich. Okay. Danny geht's gar nicht gut, Digga. 11 Tage ist so lang. 11 Tage sind mehr als 2 Wochen, Digga. Das ist Junge. So dumm kann wirklich keiner sein. So dumm kann wirklich nur Danny sein, Bro. Niemand würde was... Ah, okay, das ist wie das Antonia-Format geklaut, nur schlechter quasi. Verstehe ich es richtig? Also es ist einfach so eine Stimme, liest es vor, einfach in WhatsApp und sie machen dann in WhatsApp, machen sie die Antworten dann. Okay, ganz genau. Alles klaro, na dann mal wieder sorry, ne? So dummes sagen, es muss Danny gewesen sein. Ja. Tage ist so lang, boah. 11 Tage. Okay, das ist natürlich dann ungeschickt jetzt. Das ist blöd jetzt. Mehr als 2 Wochen, Digga. Das ist. Das teilweise hinter den Kulissen ab. Ist das Gronkh? Hä, was ist, was schaut er nicht an? Digga, übel viel Kevin auch da drin, gell? Oh mein Gott, Kevin, Digga. Aber ich fühle das. Man bräuchte so einen Mute-Button, den man schnell drücken kann, wenn es ein bisschen drückt. Weil das mal mein Stuhl, der geknackt hat. Nee, ja. Hey, ist gar kein Bitch. Plan. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a bitch. Dem Bruder geht's gar nicht gut, ja, Digga. Ja, obvious muss ich mit jedem weiblichen... Die Weiber stehen Hobby. Auch drauf, wenn ich meinen Kupon habe. Oh, war richtig. Ich schwöre, Digga, Fabo ist zu... Okay, ey, ich lieb den Jungen einfach, der gibt einfach keinen Fick, der ist aber alles egal, Digga. Vielleicht bei Candice?
Wer ist... oh nein, Sascha, Digga, nein. Das Candace Infinity. Hä, was, wer ist das? Hä, warum schreibt ihr alle Omega-Lol? Ja, das ist wie ich, der auf Leckmine reingefallen ist halt, ne? Nice. Ja. Welches Fabelwesen hat Flügel und kann Feuer speien? Drache. Oder? Als Browser ist natürlich Microsofts Edge vorinstalliert, der jetzt auch auf Chromium basiert. Ein neuer sicher. Wer den Microsoft Edge Browser nutzt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Cap, Digga. Der ist nicht so schlecht. Der neue Edge ist nicht so schlecht. Der basiert halt auf Chromium, Digga. Ist im Grunde halt Google Chrome. Bisschen anders. Das gleiche Dings, gleiche Base. Wie geht's mir heute? Heute ist Donnerstag, morgen ist Samstag. Yo, was geht ab? Yeah. Digga, ich würde bei jedem Menschen callen, der farmt einfach nur Clips, aber es ist halt Danny. Bei Danny würde ich halt sagen, er hat aber Legends. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was los ist. Like da lassen, Glocke da lassen, Kommi da lassen. Der Kommi der Woche ist: Rätsmann, du geiler Delfin, ich will Kinder von dir, aber nur unter Wasser, 3,50 Meter. Das ist der Hashtag der Woche. Ich küsse euch Herz, wir sehen uns beim nächsten Mal.